Erstmal blöderweise gerade ein. Ja, hat er schon wieder einen Creeper alles weggehauen oder was? Wo denn? Bist. Eingangsbereich. Warum? Weil hier ein ganz schönes Loch ist. Ich habe auf Jules, jeden hast Fall du das gerade. ganze Holz geklaut? Ich habe gerade ein Willst du Skelett was haben? in unseren Stall Was? eingesperrt. Brauche Der ich Enderman ist draußen vor der Tür. Willst du ein paar Fackeln haben? Ich mache hier ein paar Fackeln rein. Ja, warte mal, wir können das ja mal alles hier in die Ecke sortieren, was wir mitnehmen wollen. Pfeile. Pfeile. Hast du jetzt gerade Pfeile gemacht oder sind die ersprungen aus Ne, dem. die habe ich gebaut, ja. Du bist Ich so habe ein auch gerade Fuchs. einen reingeworfen. Achso, das war der eine, der hier reinkam. Genau. Super. Du, warte mal, Ja. 39, die können wir noch auffüllen. So. Ein weißer Schild. Ja, das war mein erster Fehlversuch. So, also Fackeln reicht auf jeden Fall. Ich baue noch mal ein Stack Pfeile und dann sind wir eigentlich gut gewappnet, wenn jeder noch einen Bogen hat, aber können wir auch noch einen bauen. So dumm. Immer Nee, noch sowas kein habe ich Zoll. nicht. Na, da liegt einer an der Truhe, Christian, den kannst du ja mitnehmen. Na, ich brauche keinen. Doch, aber kannst du damit nicht umgehen, Hast du nicht sogar schon einen verzaubert? Oder habe ich das geträumt? Das habe ich bestimmt ne? geträumt. Ich hatte den verzauberten, aber ich werde meinen dann gleich nochmal neu verzaubern. Weil der ist ja mit gestorben, als ich gestorben bin. Weil wir haben's ja. Und wir haben es, genau. Ich Das habe ein war so Skelett dem. eingesperrt. Im Hühnerkäfig. Das ist jetzt deine Monster-Spawner-Farm oder was? Da kannst du Level sammeln. Nee, jetzt ist es weg. Apropos Level sammeln, wir haben keine Federn mehr. Hühnergehege ist schon groß, sie müssen nur gefüttert werden, die Jungs. Ja, ich habe ja sogar Futter. Haben wir draußen eigentlich das ganze Weizen oder so? Oder haben wir gar keinen Weizen? Weiß ich nicht. Also ich würde auf jeden Fall jetzt nicht rausgehen, weil es steht ein Creeper genau vor der Tür. Ja, ab und zu kommt ja auch mal was rein. Mich hat gerade ein Zombie gefressen. Da guckt mich gerade an, hier. Der Kollege. Ja, ich würde vorschlagen, Lohnt sich dass das, den wir. Schild mitzunehmen nach Nether? Ich nehme auf jeden Fall meinen mit, um das zu probieren. Ja, ist auf Also jeden Fall gerade mal. was Blocken angeht, kriegst du da Ja. richtig viel weggeblockt. Ah, Creeper genau vor der Was Tür. laufen nehme ich mit? Eisenspitzhacke. Wollen wir unsere Glückshacke mitnehmen oder lassen wir lieber hier? Die lassen wir hier, würde Wegen ich sagen. Glowstone? Ach, Glowstein braucht man nicht so viel. Gut. Mein Bo in einem Boot und Wassereimer ist wahrscheinlich unwahrscheinlich. Also werde ich nicht brauchen. Haben wir überhaupt noch Holz? Nehmen Nicht wir wirklich. Pfeile mit. Jules, nimmst du 2 Stacks Pfeile? Ich nehme auch anderthalb. Rohr brauche ich auch nicht. Schwarzpulver lassen wir hier. Wir bräuchten um einen Bogen zu bauen, brauchst du noch Schleim, oder? Nee, nee, wir haben Ach ja so, einen Fäden. Faden haben wir ja schon. Aber wieder ist doch ein Bogen hier. Ja, aber der ist. Der ist Ja, schon so ich. kaputt. Warte mal, ich baue mal noch 2. Der Nee, ist dass schon. jeder von uns 2 hat, wäre schon gut. Das stimmt. Total Ja. kaputt. Zur Sicherheit. Wegen den Ofen hier vorne an der Eingangstür. Ja. Da ist nicht viel Kohle drin. Ich habe auch mal 13 Kohleblöcke in die Truhe daneben gelegt. Du kannst doch den Kohleblock direkt reinlegen. Nö. Kannst du auch, ja. Julius, hörst du, oder? Ja. Lauf jetzt hier raus. Ne, ich lauf nicht raus. Hast du. Ich lahm jetzt hier raus. Naja, doch nicht. Weil da ist ja noch ein Monster, sehe ich gerade rechts im Wege. Die sollen Also erst ich verbrennen. verzauber mir jetzt mal meine Bögen, mal gucken. Stärke 1 kann ich verzaubern auf den einen. Brauch ich. Verzauberst dich gleich selber, ja. Auf den anderen Haltbarkeit. Oh, Stärke 2. Den werde ich natürlich nehmen. Das können wir da lassen. Okay, das klang nicht gut. Oh, unsere Tür ist weg. Ja, ich bin gerade in der Treppe hochgeflogen. Wie kam Hallo. denn das Vieh bitte schön gerade hier rein? Mein ganzes, alles ist kaputt! Ja. Ja. Du hast alles kaputt gemacht. Warum nicht? Ich war doch gar nicht an der Treppe oder an der Tür. Na, aber wie ist denn da der Creeper explodiert? Ich weiß Der es nicht, Düse. ich stand hier hinten. Hier stand ich. Und auf einmal bin ich hier die Treppe runtergeflogen. Was ist das denn Okay. hier? Das ist der geheime Raum? Ja. nein, Mann. Das Da darf doch hast du nicht ja wahr was zu sein. tun, Christian. Genau. Hier rennt noch so ein kleines Mistvieh rum. Ja, ich hab's gerade gemerkt.
Da will ich. Alter. Hallo. Alles weg, die Öfen sind weg, die Werkbank ist weg. Ich habe hier einen Ofen, den habe ich noch aufgesammelt. Das haben wir ja, noch so aufgesammelt. Schön. Ich habe noch eine Tür. Jetzt sind wir da nicht noch was mit dir unten drin. Doch nicht. Ein Schild. Was stand auf dem Schild eigentlich? Fuscherbude. Nee, das ist draußen noch dran. Das ist ein anderes Schild, muss es sein. Ah ne, dann war das hier von der Schlafbuchte. Ah, da ja. Oben. Macht mal nicht die scheiß Erde hier hin, das muss doch Stein sein. Oh ja, ich wollte es nur noch schnell zumachen, Entschuldigung. Mann. Dann geh ich halt jetzt. Hau dann ab hier. Es braucht sie niemand. Ach, schön. So. Ja. Fackeln. Fackeln müssen wir auch noch mitnehmen. Fällt mir da auf. Wozu brauchen wir eigentlich Fackeln? Um unseren Weg zu kennzeichnen, oder was? Ja. Das ist die Werkbank, die kann doch nicht einfach weg sein. Das kann die Werkbank. So, mach ich den Scheiß? Nein, nicht den Scheiß, sondern den Scheiß da mal rein. Den auch. Hier, Fackeln, Hühner. Denke mal, das Boot können wir auch herlassen. Ja, genau. Ja, genau. Unsere Tür macht jetzt auch noch sehr viel Sinn. Also ist hier unsere Essentruhe ist jetzt tot hier. Also stimmt, aber die ganze Kohle drin, 13 Blöcke. Aber nicht alle, oder? Ja? Nee, nicht alle. Nee, die ganze. 13 große Blöcke. Ja, wir hatten da noch mehr. Wir haben noch einen 64er, glaube ich. Das war der, den ich unterwegs mit hatte die ganze Zeit. Ja, es fehlt eine Treppe. Ah, eigentlich wollte ich Stall bauen, jetzt muss ich den Mist machen, ja. Ich würde sagen, Jules und ich machen da weiter was Interessantes und gehen in den Messer. Ja, genau. Haut ab. Haut ab. Ich wollte nur noch mal kurz gucken, dass wir auch wirklich... Ja, wir haben hier noch... Christian, wir haben hier noch 114 Kohleblöcke. Also... Ganz entspannt. Gut, okay. Gehen wir jetzt, Jules. Warte kurz, ich muss noch kurz was zu essen mitnehmen. Ja, ich habe mir nämlich hier unten das Fleisch alles rausgesnackt gerade. Ich habe mir gerade das fertig gekochte Fleisch rausgesnackt. Ah, okay. Was wollte ich noch mitnehmen? Brot könnte ich noch... Ach nee, ich habe 20 Fleisch, das reicht. Das würde ich noch abgeben. So, jetzt verzauber ich noch ganz gediegen mal hier meinen Bogen. Ach, das ist der Rüstung, wollte ich noch reparieren. Ich könnte auch nochmal meine Diamantrüstung verzaubern, aber... Was, Diamantrüstung? Achso, du hast ja eine Brustplatte, ne? Ich hab auch Diamantbrustplatte. Brustpanzer. Oh, ihr Komfort, ey. Ja, ne? Ich hab ja übrigens 12 Mal Lapis Lazuli auf einmal. Schlag, Stärke 2. Ach so, ich hab aber... Gerade kriege ich mit, dass ich die Kohleblöcke doch aufgesammelt habe. Was ist denn Schlag? Das bringt ja gar nichts, oder? Slag? Genau. Slag, genau. Slag ist das. Alter, Slag. Ich habe nur noch 2 Level. Was mach ich denn jetzt? Ja, nicht mal verzaubern, das ist ja schwach. Brauche ich nämlich 3 Level. Aber eine Eisenrüstung verzaubern ist auch durchaus sinnlos, deswegen. Obwohl, sinnlos ist doch praktisch, weil die Level, also es ist ja jetzt nicht so schlimm. Ich habe übrigens nur noch... Haben wir noch ein bisschen Eisen? Ja, wir haben genug Eisen. Dann können wir hier noch mal... Bisschen. Okay, das ist ja da hinten drin. Ah, ich bin zu dumm. So, was brauchen wir noch? Ehe ich ja fertig bin, den Mist wieder aufzubauen, ist es wieder dunkel und dann kann ich draußen wieder nicht weiterbauen. Also ich habe jetzt 3 Stacks Steine mit, zum Rumbauen. Und ich nehme mal noch eine verzauberte 2 Eisenspitzhacken mit Haltbarkeit, eine Schaufel, 2 Bögen, Diamantschwert, 2 Stacks Pfeile, ein bisschen Essen, 2 Stacks Fackeln. So.
Haltbarkeit. Schutz. Schutz, Schutz, Schutz. Achso, und du kannst, wenn du ein Schild in der Hand hast, mit F die Schildhand wechseln. Also du tust sozusagen das, was du unten in deiner Leiste anvisiert hast, mit F in die, die andere Hand. Was bringt mir das? Und wenn du zum Beispiel hier einen Bogen hast, kannst du hier, oder mit Fackeln macht das auch Sinn. Kannst du nämlich blocken und dann halt schnell eine Fackel setzen oder so und dann wechselst du wieder auf Schwert. Keine Ahnung, das ist jedenfalls, könnte das nützlich sein, die Information. Klappen. Okay, mit dem Bogen kann man also nicht gleichzeitig blocken, das ist interessant. Ja. Du könntest Bogen schießen und dann schlagen, Bogen schießen und schlagen mit Schwert und Bogen. Du bist voll die Schwuchtel, du hast jetzt ein übelst rosa. Das sieht richtig gay aus. Gay aus! Auf jeden Fall. Ultra gay. Gay aus, sag ich da nur. So, was braucht man denn noch alles nicht? Ich brauch keine. Schaufeln braucht man nicht, oder? Ja, ich mach eine Eisenschaufel. Das ist im Endeffekt verreckt ja eh gleich beim ersten Pi. Ja, das stimmt. Mach mal. Aber das war mir dann wenigstens lustig. Ja, genau. Okay. Ich habe eine Eisenspitzhacke mit. Du hast sowieso viel mehr Eisenspitzhacken mit, deswegen bist du viel geiler. Zwei. Aber das macht ja nichts. Also alles, was ich brauche, ist eigentlich Pfeil und Bogen, gute Laune, was zu essen. Ja. Halt, da sehe ich schwul aus. Genau. Okay, na dann, ja, in 5 Minuten bist eh du dran, aber... Ja, das ist ja wurscht. Geht's los oder geht's los? Ja, der Anfang ist, ich war ja schon mal drin, der Anfang ist relativ dünn, da müssen wir es erstmal irgendwo hinbuddeln. Okay. Ui. Landschaft wird heruntergeladen. Ah, bin ich. Hackt erstmal ein bisschen. Muss ja erstmal hier alles zusammenladen. Oh, Pilze, schön. So, wir machen das Pilze. Zum dümmsten. Ja, also hier hinten. In... Da rennt der Patrick schon wieder weg, ne? Hier oben geht's lang. Wenn ich mich nie getäuscht habe, habe ich auch schon einen Gast gehört. Ja, ich höre auch jemand. Miau, miau. Was machst denn du hier? Wo sind wir denn überhaupt? Miau. Da ist das Portal. Miau. Achso. Kannst du dir das merken? Weil ich kann mir nichts merken. Ich kann mir auch nichts merken. Alter, was ist das für eine scheiß Position hier? Du bist immer hinter mir, sehe ich. Ja, ich halte den Rücken frei. Ja, das war ja klar. Also hier ist nichts. Wenn man, aber ich höre den Gast. Ja, der kommt genau von da. Der Gast. Was ist das für eine dumme Position von einem Netherportal? Das ist doch... Hier ist was, hier ist ein Loch. Da wär ich fast reingerannt. Ja, nicht platzieren. Das ist ein Schweinemensch. Ja, selbst die Schweinemenschen sind nicht da. Das war die Kacke. Doch, doch, hier ist einer. Oh, ich höre es blubbern. Das ist ein gutes Zeichen, stimmt's? Oh ja. Hallo, Lava. Wo bist du jetzt? Ich bin da links irgendwo lang gegangen. Warte mal, was ist denn irgendwo links? Wir sollten schon zusammenbleiben. Ah, ein Schweinemensch. Guck mich nicht so blöd an. Achtung, da kommt Lava runter. Oh, fuck. Not. Noch nicht, aber gleich. Das ist schön. Überlebst du das? Ich überlebe alles. Ich baue der Weile mal die Lava zu. Ja, das ist cool. Ich hab die extra so da runtergebaut, Mensch. Hast du auch schön gemacht. Ja, ich weiß. Ja, das war auch starr. Na, hoffentlich greift das Vieh dich jetzt nie an. Warum? Da
Der Schweinemensch, ne? Du hast ihm ja wehgetan. Die Lava hat ihm wehgetan. Was kann ich denn dafür, dass er da in der Lava steht? Kannst du die jetzt da dazu bauen oder geht das nicht? Na, die ist schon zugebaut, die muss noch abfließen. Ah. Gut, jetzt kann ich dem Schweinemensch mal voll auf die Fresse hauen. Das ist noch ein Schweinemensch. So, du hast jetzt irgendwas gefunden oder nicht? Ja, ja, hier geht's weiter. Okay. Ah. Ich würde hier in den großen Raum weitergehen. Auf jeden Fall eine Schweinemenschenform. Ich höre den Gast, aber ich sehe hier nicht weiter. Ja, gehst du auch wieder nur im Kreis? Warte, wo bist du jetzt lang gegangen? Ich bin einmal da lang gegangen, dann kommst du wieder hinten raus. Ach, hier lang, oder was? Ja. Okay. Oh, dieses Surround-Schweinemenschen ist echt geil. So. Ich glaube, du bist gleich dran, oder? Ja. Das ist schön. Geht's auch mal im Kreis? Wir können die ganze Zeit im Kreis laufen. Ist das nicht geil? Wir gehen jetzt mal in die andere Richtung. Gut, da gehen wir jetzt mal in die andere Richtung. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Mit dem kleinen Patrick. Tschüss.